steueransässig sein ohne 183-Tage-Regelung. Wie das geht, ja, wie du eine Steueransässigkeitsbescheinigung bekommen kannst in einem Land mit Territorialbesteuerung, ohne dich mehr als 183 Tage in dem Land aufzuhalten und das völlig legal und offiziell, das erfährst du im folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Florian Wilk. In meinem heutigen Video möchte ich so ein bisschen dieses Problem adressieren, dass ja die meisten Länder 183-Tage-Regelung leben. Ja, das heißt, du musst 183 Tage im jeweiligen Land verbringen, um dort steueransässig zu werden. Zypern ist da so ein bisschen die Ausnahme mit der 60-Tage-Regelung, ja, und dem Non-Dom. Das ist natürlich einfacher, ja, aber nichtsdestotrotz gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, ja, Zypern ist nicht das Richtige für mich, ja, ich kann einfach keine 60 Tage im Jahr auf Zypern verbringen, aus welchen Gründen auch immer, ja, ob das steuerlich ist, ja, oder ob das einfach am Lifestyle liegt, ja, und schon gar nicht 183 Tage irgendwo in Dubai, Monaco, Vereinigten Königreich, Malta oder wo auch immer. Es gibt natürlich viele attraktive Jurisdiktionen, aber die allermeisten haben eben diese 183-Tage-Regelung und das macht es dann teilweise sehr, sehr schwer, dort wirklich steueransässig zu werden, denn es reicht nicht aus, ja, beispielsweise nach Dubai zu ziehen als Privatperson, dort 180 Tage nur zu verbringen, um dort steueransässig zu werden. Es sind 183 Tage oder mehr, selbst wenn du also viel Zeit in Dubai verbringen solltest, du musst halt wirklich 183 Tage oder mehr dort verbringen. Und das ist ein Problem, das gar nicht so selten auftritt. Und ich bin immer sehr, sehr, sehr stark dafür, natürlich einfach Rechtssicherheit zu haben, ja, und alles wirklich im Einklang mit den Vorschriften zu machen, sich einfach penibel genau an die Vorschriften zu halten, um da einfach jegliche Überraschung zu vermeiden und jegliches Restrisiko, dass vielleicht doch mal ein anderer Staat sagt, hey, du bist bei uns steueransässig, du hast hier deinen Lebensmittelpunkt. Ja, das sollte eben tatsächlich vermieden werden und dementsprechend ja, ist eine Steueransässigkeitsbescheinigung ganz, ganz wichtig und elementar, nicht nur für eine Gesellschaft im Ausland, sondern natürlich auch, wenn man den persönlichen Wohnsitz ins Ausland verlegt. Ja. Nun gibt es natürlich auch Staaten wie Paraguay, ja, das ist ja mittlerweile relativ bekannt, auch relativ beliebt, die, ich sag mal, sehr, sehr leicht auch eine Steueransässigkeitsbescheinigung rausgeben. Das Problem, was ich persönlich sehe mit Paraguay, ist natürlich, dass wenn man nicht wirklich vor Ort ist, ja, zumindest regelmäßig, ja, und wirklich keinen Bezug hat zum Land, dann nützt einem im Zweifel auch diese Steueransässigkeitsbescheinigung nicht. Also es geht natürlich darum, was wird gelebt, ja, wie ist wirklich der Bezug zu dem Land, ja, nicht nur rein um das Dokument. Ja, also es muss das Gesamte passen. Es muss ein gewisser Bezug zu dem Land vorhanden sein und es muss natürlich diese offizielle Steueransässigkeitsbescheinigung vorhanden sein. Ja, und dementsprechend ist Paraguay aus meiner persönlichen Perspektive zu weit weg von Europa, nicht so leicht zu erreichen mit dem Flieger. Ja, und da kann man mal eben nicht für zwei Wochen hinfliegen, um dort Zeit zu verbringen, ja, oder eine Gesellschaft zu gründen oder was auch immer. Natürlich geht vieles auch remote, aber ich persönlich finde einfach, es ist wirklich zu weit weg. Und ja, viele kennen nicht eine Besonderheit und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema meines Videos und zwar ist das die Steueransässigkeit in Georgien. Nicht über den regulären Weg. Natürlich haben wir auch in Georgien die 183-Tage-Regelung. Ja, wenn man die Zeit in Georgien verbringen möchte und einfach 183 Tage plus, ja, im Land verbringt, hat man natürlich die Steueransässigkeit. Aber es gibt noch einen zweiten Weg und das ist eben, ja, über den Nachweis eines gewissen Vermögens. Ja, und ich sag mal, für vermögende Privatkunden gibt es eben die Möglichkeit, ganz offiziell über das Finanzamt und auch über das Finanzministerium dann in letzter Instanz ganz offiziell und relativ unbürokratisch eine Steueransässigkeitsbescheinigung zu bekommen. Komme ich zu den Voraussetzungen. Ja? Also was benötigst du, um auf diesem Weg in Georgien steueransässig zu sein? Also erstmal benötigst du natürlich die ganz normale Residenz, ja, die Residenzkarte. Das hat auch nichts mit der Steueransässigkeit zu tun. Das bedeutet nur, dass du regelmäßig, ja, solange du willst, dich in Georgien aufhalten kannst, einreisen kannst, ausreisen kannst, ja, dass du eben wohnhaft dort bist, einen Wohnsitz dort hast. Was brauchst du für den Wohnsitz?
Es gibt zwei Möglichkeiten, zwei wichtige Möglichkeiten. Ja, ich will jetzt nicht alle im Detail aufzählen, aber die zwei wichtigsten Möglichkeiten, das ist einmal eine Immobilie zu kaufen, die muss mindestens 100.000 US-Dollar Wert haben. Natürlich zählt da der Verkehrswert durch einen Gutachter festgelegt. Ja. Das ist im Prinzip ein Apartment, das kann ein Haus sein, ein Grundstück sein. Ja. Irgendeine Immobilie mit einem Mindestwert von 100.000 US-Dollar. Oder die zweite Option ist, dass man eine Gesellschaft gründet vor Ort und diese einen gewissen Umsatz macht, einen gewissen Mindestumsatz. Die Details können wir gerne mal im Rahmen einer Beratung klären. Ich möchte jetzt nicht auf alle Details eingehen, ja. Aber diese Firma muss eben eine gewisse Aktivität vorweisen und dann kannst du dich eben dort als Angestellter deiner eigenen Firma auch als Resident anmelden. Ja, also diese beiden Wege. Und dann im zweiten Schritt kannst du eben als vermögende Privatperson Vermögen nachweisen. Ja, entweder bestehendes Vermögen oder das Einkommen der letzten 3 Jahre. Beide Möglichkeiten bestehen. Ich würde immer empfehlen, das Einkommen der letzten 3 Jahre nachzuweisen, ja, weil man sich einfach nicht so sehr nackt macht gegenüber dem Finanzamt in Georgien, ja, und dieser Nachweis relativ leicht zu bekommen ist. Das heißt, du hast 200.000 Lari, die du nachweisen musst in den letzten 3 Jahren. Das sind ungefähr 65.000 Euro. Das ist also machbar für viele Unternehmer, denke ich, ja, dass man da einfach über eine Dividendenausschüttung oder Lohnabrechnung oder ähnliches nachweist, dass man dieses Einkommen gehabt hat in den letzten 3 Jahren. Dann gibt es die Anforderung eines gewissen Mindesteinkommens in Georgien. Wir reden da von wenigen 1.000 Euro im Jahr, ja, die natürlich auch zu versteuern sind. Und also viele kleine Formalitäten, da können wir mal gerne im Detail drüber sprechen. Und zusammengefasst kannst du dann eben über diesen Nachweis, dieses Status eines, ich sag mal, Vermögenden, ja, dass du eben darüber diese Steueransässigkeitsbescheinigung bekommst. Ja. Welche Details noch zu beachten sind, wie der genaue Ablauf ist, das können wir gerne persönlich besprechen. Letztendlich lässt sich diese Steueransässigkeitsbescheinigung schon mit 2 Besuchen tatsächlich vor Ort in Georgien realisieren. Du musst also nicht ständig vor Ort sein. Ja, natürlich ist es immer empfehlenswert, das Ganze auch zu leben, ja, mit einem Wohnsitz natürlich zu untermauern. Ja, du kannst da gerne eine Wohnung anmieten, in Tiflis beispielsweise, das auch als Büroanschrift gleichzeitig nutzen. Ja, also du hast relativ geringe laufende Kosten, 4 Stunden Flugzeit, ja, tatsächlich nur von Mitteleuropa. Also es ist relativ nah dran, leicht zu erreichen und dementsprechend sind die Hürden aus meiner Sicht sehr, sehr gering. Ja, natürlich gibt es einige Dinge zu beachten, ganz klar, ja, ja, damit das auch alles rechtskonform und wirklich hieb- und stichfest ist, sage ich mal, ja, aber wenn man darauf achtet und das Ganze auch wirklich lebt, dann denke ich, ist das eine wunderbare Alternative zu Dubai, zu Monaco, ja, und vielen anderen Jurisdiktionen, wo man eben vergleichsweise für sehr kleines Geld eine Steueransässigkeitsbescheinigung bekommen kann und damit auch einfach ein Stück Rechtssicherheit. Und natürlich gilt auch in Georgien die Territorialbesteuerung, das heißt Einkommen, das du außerhalb Georgiens erzielst, ja, mit deiner Steueransässigkeit in Georgien, das unterliegt keiner Besteuerung in Georgien. Ja, also es macht durchaus Sinn, über den persönlichen Steuersitz in Georgien nachzudenken, entweder über die 183 Tage oder um eben über diese Regelung für vermögende Privatpersonen. Ja, beides tolle Optionen. Wenn es für dich interessant ist, ja, dann kontaktiere mich sehr, sehr gerne für eine persönliche Ersteinschätzung, völlig kostenfrei, völlig unverbindlich. Du findest unter diesem Video meine WhatsApp-Nummer, kannst mich gerne anrufen, ja, gerne ohne Termin einfach durchrufen, ja, oder Sprachnachricht. Würde mich sehr freuen und außerdem bitte ich dich um einen Like, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere bitte meinen Kanal. Wenn du Fragen hast, zögere auch nicht, ich beantworte jeden Kommentar, ja, schick mir gerne einen Kommentar unter diesem Video, ja, und ansonsten kannst du jeden Montag mit einem neuen Video von mir rechnen, ja, mit weiteren Infos zu Georgien und vielen anderen Jurisdiktionen. Herzlichen Dank, dein Florian Wilk.